Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Heute wollen wir an eine ganz besondere Persönlichkeit des Motorsports erinnern, die leider erst vor kurzem von uns gegangen ist. Nämlich am 1. November ist Erich Zarkowski verstorben, der Gründer des bekannten Rennstalls Zackspeed. Heute, am 25. November, hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Dazu ist es leider nicht gekommen, aber wir wollen natürlich an sein Leben erinnern. Und Rainer Braun hatte eigentlich eine große Geburtstagsode vorbereitet und jetzt wird es leider ein Nachruf. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich heute mit ihm verbunden bin. Hallo Rainer. Hallo lieber Carsten. Also unsere traurigen Nachrichten, die reißen ja leider im Moment nicht ab. Nein, ich hoffe, weiß, dass wir bald wieder Fröhlicheres machen können. Ja, schön wäre es. Dennoch müssen wir und wollen wir uns heute mit Erich Zarkowski beschäftigen. Ja. Drei Wochen vor seinem 90. Geburtstag sich verabschiedet hat und uns noch nicht einmal die Möglichkeit gegeben hat, einen fast fertigen Podcast zu senden als Geburtstagsgruß. Also haben wir umbauen müssen und ist jetzt leider etwas trauriger geworden. Dennoch glaube ich, dass er es verdient hat, dass wir sein Lebenswerk würdigen, denn der Erich, hier haben wir ein Bild von ihm, da hat er sich schon ins Privatleben längst zurückgezogen auf 2001, weißhaarig und in einer gesundheitlichen Situation schon damals um die Jahrtausendwende, die dann angefangen hat, Probleme zu bereiten und die ihm dann auch über all die Jahre bis zu seinem Tod zu schaffen gemacht hat. Er hat sich aber wirklich immer wieder aufgerappelt, hat sich wacker gehalten und war eigentlich für uns alle die Figur, die eine wahnsinnige Tourenwagenzeit hinterlassen hat und vor allem auch uns eine große Motorsportgeschichte. Das ganze Zackspeed-Geschichte, die in Niederzissen ja dann letztlich ihren Niederschlag endgültig gefunden hat, die hat im deutschen Motorsport eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Und gerade der Tourenwagensport hat von Zackspeed unglaublich viel profitiert und viele junge Fahrer wie Hans Heyer, Klaus Nitzwitz und Klaus Ludwig sind bei Zackspeed zu Superstars gereift. Unter der Regie von Erich Zarkowski und seinen Ingenieuren sind aus diesen Rennfahrern wirklich große Stars geworden. Und ich glaube, sie alle werden sich heute vor ihm verneigen und werden sich daran erinnern, wem sie das alles zu verdanken haben. Und deswegen wollen wir uns jetzt um den Erich kümmern und vor allem um mal mit seinen Anfängen beginnen. Denn das wissen ja nun auch die Spätgeborenen zum Teil überhaupt nicht, wie das angefangen hat. Ja. Das Ganze hat begonnen mit einem kleinen privaten Rennstall eines, eines engagierten Technikers und Rennfans namens Erich Zarkowski, der in Neuhäusel im Westerwald seinen kleinen Ford-Betrieb hatte und dort selbst dann angefangen hat, 1300er Ford Escort in den Farben Gelb-Grün auf die Rennpiste zu schicken. Einer seiner ersten Piloten war Willi Sommer aus Mainz. Ich erinnere mich noch genau an ein Bergrennen im Odenwald. Da ist der junge Herr Sommer mit eben diesem Escort 1300 den Berg hinauf gedonnert, das allen ganz schwindelig wurde und er war schneller als alle anderen in den größeren Klassen. Hat um ein Haar sogar Tourenwagen-Bestzeit gefahren. Das musst du dir mal vorstellen. Mit diesem kleinen Flitzer ist er da den Berg hoch und hat also Alpha GTA M von Gerd Stühler und BMW Coupé mit Furtmeier und mit Gräser und Co. einfach wegradiert. Und das sind die Momente auch gewesen, wo der Erich dann in sich hinein gekichert hat. Denn der brauchte das. Mit kleinem Gerät die großen Schlagen. Das war sein Ziel immer und überall. Das sind die großen mit Geschichten. Understatement-Auto kommen und dann die richtigen Superstars niedermetzeln. So. Ja, hat er nachher beim Turbo Capri hat er den Fahrtmann kurz verlassen. da hat er ein Überauto gebaut dann. Ja, das stimmt. Alles, aber auch wirklich alles niedergefahren und gewonnen hat. Dafür ging es in der Formel 1 dann wieder nicht so gut, aber dazu kommen wir später. Ja. In diesem Auto hier könnte sitzen der Kollege Menzel, und zwar nicht der Christian Menzel, sondern der Harald Menzel. Und der ist aus Danneberg im Norden dieser Republik, war lange für Zackspeed unterwegs, war vorher Privatfahrer mit einem kleinen Abarth 1000
Erich hat ihn sich dann gegriffen, weil er erkannt hat, auch dieser junge Mann ist ausbaufähig, der wird bei mir was Ordentliches werden. Und das ist er geworden. Denn von dort aus ging es dann direkt zu BMW als Werksfahrer übrigens, von Zackspeed aus. Harald Menzel ist 2 oder 3 Jahre für Zackspeed gefahren und hat einen verdammt guten Job dort gemacht. Das dürfte übrigens am Nürburgring sein, so wie das aussieht. Ja, Hecke auf, Hecke zu. Ja. Hier haben wir den Kollegen Menzel, da ist er im Bild, mit dem jungen Erich Zakowski aus dem Jahr 1970 dürfte das sein. Ja. So sah er aus, einer der ersten Piloten, die noch im Prinzip für gar nichts gefahren sind. Die waren froh, dass sie Lenkrad hatten, Geld gab es da keins. Und der Erich hat, wie gesagt, dem jungen Herrn Menzel aus dem Norden dieses Auto zur Verfügung gestellt und der hat wirklich Gas gegeben bis zum Anschlag. Erich war hochzufrieden. Manchmal gab es auch Diskussionen, wie üblich bei einem preußischen Tickkopf, denn der Erich ist ja Ostpreuße und Und ich habe es gelesen. Einen Kopf gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mein Vater übrigens auch. Und die sind eigentlich, ne, mein Vater ist 10 Jahre jünger, aber die sind gleich gelandet. Der ist in Lübeck gelandet und hat auch kurz in Hamburg gewohnt. Erich Zakowski, habe ich gelesen. Der Erich, davon weiß ich nichts. Ja, na, die mussten ja irgendwann aus Ostpreußen rüber machen. Über diesen Lebensabschnitt bin ich dann nicht so gut informiert. Das waren die ganz frühen Jahre, du. Das ist ja genau. Wir wussten nur alle, dass er einen irrsinnigen Dickkopf hatte und der Mike Granefuß, der ja sein Partner später war bei Ford, der ist manchmal verzweifelt an der Dickköpfigkeit des Erich Zakowski. Der wollte mit dem Kopf durch die Wand manchmal. Und die Ford-Leute haben dann gesagt, die Techniker, Erich, das geht so nicht. Ja, musste gehen. Ja, naja, gut. Also das war ein tolles Team, ein tolles Gespann, Zakowski, Menzel. So, hier haben wir den Dieter Glemser bereits im Einsatz für die Deutsche Rennsportmeisterschaft. Das ist dann schon ein Mann gewesen, der von Ford zugewiesen wurde an den Erich Zakowski und den musste er auch nicht bezahlen, den hat auch schon Ford bezahlt. Er war ja Ford-Fahrer um diese Zeit. Ja. Dann, es kam ja dann auch zu dieser wirklich engeren Partnerschaft. Ford hat sehr schnell erkannt, dass der Zack gute Autos baut und dass man mit dem durchaus eine Partnerschaft eingehen könne. Und Ford Motorsport hat immer mehr Rennaktivitäten aus Köln nach Niederzissen verlagert. Denn inzwischen ist dann Niederzissen in der Eifel der Dreh- und Angelpunkt von Zackspeed geworden. Ein schöner großer Betrieb ist da entstanden. Hm. Und dann wurden auch Werksfahrer zugewiesen, die bereits schon ihr Salär in Köln ausgehandelt hatten. Und der Erich war froh, dass er so nicht bezahlen musste. So ungefähr. Gut, ja. Hat auch natürlich noch Geld dazu bekommen, um die Einsätze durchzuführen. Das sah also alles sehr, sehr gut und professionell aus und endete dann schon im Jahr 1973, hier ein Bild aus Mainz-Finthen, mit dem ersten Rennsportmeisterschaftstitel des Dieter Glemser. Auf diesem Zackspeed Escort in grün-gelb. Da war auch zum Beispiel RTL noch einer der Werbepartner. Yeah. Das hatte damals eingefädelter Willi Knupp mit dem Frank Elstner zusammen. Das waren noch die Radioleute damals. Ja. Da waren die immer ganz stolz und der Frank Elstner, der kam auch immer zu den Rennen und hat sich das zum Teil mit angeguckt und hat noch die ganzen Moderatoren mitgebracht, mit den Jochen Kützenbacher und wie die alle hießen. Und ja, das war eine sehr fröhliche Zeit und RTL hat das auch sehr genossen. Dann haben wir gleich schon auch 1974 als nächstes den Gewinn der Europameisterschaft. Tourenwagen-Europameisterschaft, da war Hans Heyer und Klaus Ludwig beteiligt, der Erich in der Mitte mit großer Freude, halten die Trophäen hoch und die Blumensträußchen. Das ist also schon ein großer Moment gewesen, dass man mit diesem Zackspeed Escort, der jetzt dann unter Castrol Sponsorship gelaufen ist, in neuen Farben, nicht nur im gleichen Jahr auch die Rennsportmeisterschaft zum zweiten Mal gewonnen hat mit dem Dieter Glemser, sondern auch die Europameisterschaft mit Hans Heyer und mit Klaus Ludwig. Da haben wir noch den jungen Klaus Ludwig und den jungen Hans Heyer, die damals wirklich noch als Jungstars zum Erich gekommen sind und dort geformt wurden und aus denen mal richtig was Gutes geworden ist. Das stimmt wohl. Ja, unsere besten Tourenwagenleute unter anderem, die wir haben. Ja. Also da kann ich nur sagen, Halleluja, das war ein guter Griff für beide, dass sie zum Erich gegangen sind und da ihre, ja, ich sage mal, Lehrzeit durchgemacht haben. Ja. Wir alle wissen, was draus geworden ist. So, hier haben wir nochmal den Herrn Glemser. Das ist nochmal aus dem Jahr 1974 der zweite Titel. Das ist das typische Stürzhelm-Helmdesign vom Dieter. Das ist durchaus hier zu erkennen auf diesem Bild und das Ganze dürfte statt
Das dürfte auch dann Überfing sein, schätze ich mal. Könnte aber auch Hockenheim sein, ich weiß nicht genau. Egal. Und ich finde, Dieter Glemser legt immer noch mal ein bisschen mehr den Kopf in die Kurve, als man es eigentlich müsste. Oder sieht fast aus wie ein Motorradfahrer. Ja, wenn er sich noch weiter rumlehnt, dann fällt er auf den Beifahrersitz. Das ist mir eben schon aufgefallen auf dem Bild. Aber der hält den Kopf immer extrem schief rein. Das finde ich. Gut, das haben wir früher alle gemacht, dass wir mit der Kurve mit dem Kopf mitgegangen sind. Heute machst du das nicht mehr, da bleibst du gerade drin sitzen, weil du so festgezurrt bist, dass sich da nichts mehr bewegt, auch durch das Handsystem. Richtig. Das geht richtig. Durch das Handsystem gar nicht mehr. Ich weiß, aber Dieter Glemser, ich finde, der biegt den Kopf immer noch mal mehr rein in die Kurve. Ja. Aber es sieht gut aus. Und das war damals Usus, dass man mit der Kurve gegangen ist. Ja. Sein Scheibenwischer sieht etwas verkrummt aus. Ja, der ist ganz offen, der ist ganz hochgestellt. Ja, ja. Ja, der Linke vor allem, der Linke, ja. Den hat es irgendwie auseinandergerissen. Der wischt die ganze Fläche frei. Ja. Gut, also. So, hier ist der Chef selbst am Werk. Gell? Der Erich war sich nie zu schade, selbst Hand anzulegen. Mit dem Radkreuz noch. Da nimmt er ein Radkreuz und fängt jetzt mal eben schnell an, die Räder zu wechseln. Und hier sehen wir die ganz große Luxemburg-Werbung, Radio Tele Luxemburg. Da waren die Luxemburger richtig stolz darauf. Glaube ich. Ja, und der Erich war also sich nie zu schade, sich die Finger dreckig zu machen. Und sich hier hinzusetzen und zu stellen und am Auto selbst zu arbeiten und zu schrauben. Das war ihm immer wichtig in der Frühzeit vor allem. Diese Escorts waren überhaupt ja das allergrößte in der Region. Ja, toll, oder? Ja. Die haben gehalten bis zum geht nicht mehr, da ist kaum was kaputt gegangen. Die hatten einen schönen BDA-Motor von Ford. Und hier sehen wir also nochmal diese ganze Zugspeed-Truppe, die nun immer größer wird. Nicht? Da haben wir, das ist ein Bild aus 1975 schon. Da ist das Design erneut geändert. Der Escort ist auch in einem neueren Modell hier zu sehen. Wir haben links zum Beispiel, mal gucken, wenn ich da alles sehen kann. Also wir haben links den Hans Heyer mit Hut. Den hätte ich auch erkannt. Dann meine ich da auch irgendwie den Herrn Ringshausen zu sehen, bin aber nicht sicher. Klaus Ludwig ist da. Ja. Dann sehe ich rechts den Dieter Glemser. Oh Gott, haben die Hosen an. Die werden nach unten. Halleluja. Guck mal. Ja, und dynamisch geht anders. Ja, gut, also so war das wohl damals. Ja, natürlich. Ja, Glemser und Zarkowski nebeneinander in den Fordjacken. Die hatten wir damals übrigens alle. Ich hatte auch so ein Ding, die wurden da verteilt wie warme Semmeln damals. Ja, heute hätte man sie gerne. Bitte? Heute hätte man sie gerne. Also ich hätte sie gerne heute. Gell? Wenn du die heute noch hättest und verkaufen würdest, kriegst du ein Vermögen dafür. Ja, das glaube ich. So, dahinter steht die Technikertruppe. Ja, da kenne ich nun im Moment mal gerade gar niemand, aber gesehen habe ich die alle schon, aber die Namen weiß ich nicht. Ist auch jetzt egal, das ist jedenfalls die Mannschaft, die 75 dann auch unterwegs war in der Europameisterschaft, in der Rennsportmeisterschaft und überhaupt in dem ganzen weltweiten Tourenwagensport, einschließlich Rennsportmeisterschaft in Deutschland. Hier haben wir das Design 76, das ist jetzt ein reines Castrol-Auto geworden inzwischen. Da gibt es außer Zugspeed und Castrol und Shell und Bilstein nichts mehr sonst an Sponsoren. Castrol ist der Hauptsponsor. Das war dann schon auch ein Jahr, wo der Hans Heyer das erste Mal so richtig Vollgas gegeben hat. Ne, der ist schon 75 dran gewesen. Überhaupt diese Zeit, 75, 76, Zugspeed Escort, Duell, Hans Heyer, Klaus Ludwig. Das gehört zum Besten, was es im Tourenwagensport in Deutschland je gegeben hat. Ich glaube, das hängt Ihnen jetzt noch nach. Ja. Du kannst es dir nicht vorstellen, was sich da abgespielt hat an Zweikämpfen, an List und Tücke von beiden Seiten. Da hat der eine den anderen unterm Auto vorgezogen, weil er ein bisschen geguckt hat, was der Kollege da alles so hat und er nicht hat. Da wurden falsche Maßstäbe ausgegeben, diese Messstäbe. Die du da auseinander bis zu einem Meter auseinanderziehen kannst. Da waren falsche Maße drauf, damit der andere falsch misst. Ich nenne jetzt mal keine Namen mehr. Das hat sich aber immer zwischen den beiden abgespielt. Okay. Und wenn du jetzt die Namen Heyer und Ludwig hörst, kannst du dir vorstellen, wer die größte Trickkiste dabei hatte. Ne? Ja, das ist nur der Mann mit Hut, mehr nicht. Also das waren richtig geile Rennen, muss ich sagen. Und das hat so viel Spaß gemacht, das zu kommentieren und darüber zu schreiben. Sie waren sich zwar Spinnefeind auf der Rennstrecke, aber so schlimm war es dann privat nicht. Also die haben sich schon respektiert und die wussten schon, was sie voneinander zu halten haben. Komischerweise hat der Hans jedes Mal das bessere Ende für sich behalten, dieser trickreiche Bursche. Ist zweimal Rennsportmeister geworden, hintereinander, 75, 76 mit dem Escort. Und der Klaus zweimal Vizemeister.
Das ging aber immer auf Spitz und Knopf. Das war also keine eindeutige Angelegenheit. Der Klaus fuhr das Europamöbelauto in Blau-Weiß und der Hans eben das Kasperl-Auto. So viel zu dem Thema Rennsportmeisterschaft 75, 76. Das gehört zum Besten, was die deutsche Tourenwagenszene je gesehen hat. Das kann ich euch sagen. So, hier haben wir das, hier haben wir sie alle beide hintereinander. Ah, ja, guckt es dir an, das ist Diepholz. Das Dauerduell hat auch dort stattgefunden, auch 76. Das ist die Schikane in Diepholz gegenüber von Start und Ziel. Da konnte man als Sprecher hingucken und hat immer gesehen, wer die ganzen Reifenstapel rasiert hat. Und die rückten immer weiter zur Seite und die Schikane wurde immer schneller. Was für ein tolles Foto. Das, und schau mal, da guckt der Hans auch gerade in den Rückspiegel und schaut wirklich der Klaus Ludwig auf. Der hat immer so im Auto gesessen, hat immer nur in den Innenspiegel geguckt, in den Außenspiegel, so ging der Kopf hin und her. Da war immer was zum Gucken für den Hans, weil der ja jedes Loch zumachen wollte. Ja, der wusste ja genau, der Ludwig ist ja brandgefährlich hinter ihm. Der nutzt ja auch jede Lücke. Hallo. Da haben wir das Europamöbelauto, also technisch gleich, nur die Feinheiten hat dann jeder selbst rausgearbeitet. Aber der Erich hat beiden ein gleiches Auto. So sieht's aus. Das ist das typische Bild von damals. Das ging über 2 Jahre so. Herrlich. Toll. So, hier haben wir 1975, gehen wir nochmal ein Jahr zurück, den jungen Klaus Ludwig als Zackspeed-Pilot, als Ford-Werksfahrer schon. Und wir haben den Willi Knupp von RTL. Da steht er, unser lieber, guter Willi, der für RTL so tolle Geschichten eingefädelt hat und letztlich auch die Formel 1 damals zu RTL gebracht hat. Er hat das angestoßen mit dem Dr. Thoma und hat gesagt, wir sollten versuchen, die Formel 1 zu kriegen und er hat sie bekommen. In den 80er Jahren ist das Ding festgemacht worden und RTL hat dann über 20 Jahre gesendet und die Formel 1 erst auch weit über 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre und jetzt erst kürzlich verloren vor ein paar Jahren an Sky. Der Willi, der leider auch nicht mehr unter uns ist, der hat für den Motorsport überhaupt verdammt viel getan. Nicht nur als RTL-Mann, als enger Freund von Michael Schumacher, sondern auch insgesamt für den Tourenwagensport, für den Sport in Deutschland und dicker Freund von Erich Zarkowski und von vielen Rennfahrern. Tja, unser Willi. Erich in der Mitte lässt sich gerade schmecken, lutscht ein Bonbon oder irgend sowas Ähnliches und weiß genau, dass er hier in diesem Feld, wo auch Porsche und Ähnliches stehen, mit seinem kleinen Escort oder Capri, je nachdem, 76 gab es noch kein Capri, also der kleine Escort, der da vorne steht, dass er auch die Porsche ärgern kann. Das war kein Problem. Das war überhaupt kein Problem. Ja, hier haben wir eine Ford-interne Ehrung, 75. Da haben wir von links nach rechts den Erich Zarkowski bestens gelaunt, Hans Heyer mit Pokalen überschüttet, den damaligen Ford-Vorstand Bob Lutz. Der den Sport bei Ford ordentlich gepusht hat. Und der Mike Reinefuß natürlich, den wir ja auch schon im Podcast besprochen hatten. Du hast mit ihm ja einen Audio-Podcast gemacht. Ich habe mit ihm einen Podcast mit Bildern gemacht, zu seinem 85. Geburtstag, glaube ich. So war es. Genau. Ja, nettes Bild. Eine interne Siegerehrung von Ford 1985. Steht dahinter ein Weihnachtsbaum oder was ist das? Das sieht so aus, oder? Bei Weihnachtsgrenze. In dem Kopf von Hans Heyer, irgend so ein komisches Pflanzengebilde. Egal. So, hier sind wir dann 77 am Nürburgring. Da geht die Zeit des Escort langsam, aber sicher zu Ende. Da erkennt Ford, dass die Turbo-Ära begonnen hat und dass man ins Hintertreffen gerät mit dem Saugmotor. Das ist das letzte Jahr dann noch mit dem Saugmotor. Man hat dann nochmal einen Turbo versucht einzubauen in den Escort ein Jahr später. Das ist aber alles nichts mehr gewesen. Das ging nicht mehr voran. Das war einfach, das Ding war ja eh schon ausgelutscht von der Leistung her. Jetzt haben sie mit dem Turbo versucht und haben natürlich gemerkt, dass die BMW-Freunde schon sehr viel weiter sind und dass es da überhaupt keine Chance mehr gibt. Ja. Also, das aber ist noch der Saugmotor 77 und das ist auch das berühmt-berüchtigte Nürburgring-Rennen, wo der Kollege Heyer und der Kollege Surer so heftig aneinander geraten sind, dass nicht nur 100.000 Zuschauer ihren Spaß hatten, sondern auch der Streckensprecher keinen Spaß hatten, allerdings die Herren Heyer und Surer. Hier haben wir aber mit der Nummer 13, soweit ich erinnere, den Kollegen Manfred Winkelhock, der den Hans noch verfolgt. Das ist also wohl noch in der Anfangsphase des Rennens, das sich ja dann später hochdramatisch entwickelt hat. Aber schau mal, Heyers Auto zeigt da schon erste Auflösungserscheinungen, und zwar rechts am Rad, da hat sich der Kotflügel schon aufgekrempelt. Ja, kann sein, dass es da schon Zöres gegeben hat. Da gab es schon Ärger. Aber
Das sieht er ja noch harmlos aus. Das sah ja am Ende viel schlimmer aus. Das war ja ein fahrender Schrotthaufen am Ende. Das stimmt. Ich sehe das Bild noch heute vor mir, dann als die Flagge fiel, kam der Hans rauchend und eiernd zu Start und Ziel, hat das Auto mitten auf der Rennstrecke stehen lassen, stieg aufs Dach und hat sich wie ein Gladiator feiern lassen, dass er das Ding überhaupt ins Ziel gebracht hat. Das Volk hat gejohlt. Und ich habe das natürlich auch entsprechend kommentiert und es gab für alle viel zu lachen, nur eben nicht im Nachhinein, was die Sportgerichtsbarkeit angeht. Ja. Das war sehr teuer für den Marc Söhr. Es hat, glaube ich, 10.000 Mark gekostet. Ja. Alles falsch. Und ein bisschen Lizenzsperre auch noch obendrein. Also, aber die beiden haben sich trotzdem gut vertragen am Ende und alles war gut. Es war halt eine ganz, ganz harte Nummer, die in der Hitze des Nürburgrings, da ist immer sehr heiß. Ne? Ja, genau. Einfach so entstanden ist. Ne? Es war eigentlich gar nicht die Art des Marc Söhr, sowas zu veranstalten. Und auch nicht die Art des Hans Heyer, aber die haben dann aufeinander eingedroschen, wie zwei Skatbrüder, die völlig besoffen sind. Ja. Ja. Gut, das ist also das Bild vom 77er Nürburgring-Rennen. Und dieses Bild hier, das habe ich mal ganz bewusst genommen, weil daran schließt sich jetzt eine ganz lustige Geschichte an. Also die beiden sind ja Freunde und Partner gewesen, der Erich Zarkowski und der Mike Kranefuß, haben zusammengearbeitet, haben ihre Budgets gemacht und haben alles geregelt, ihre Werksfahrer aussortiert. Und dann kam es zu einem Moment, wo der Mike geglaubt hat, er müsse dem Erich Zarkowski irgendwie jetzt ein bisschen das Leben retten, weil der Erich war vom Rennrad gefallen. Es gab ja bei Porsche diese berühmten Radrennen. Ja. Da war auch der Mike Kranefuß da und der Erich Zarkowski und der Dieter Glemser und viele andere. Diesen Fünferteams, von denen die vier Besten gewertet wurden, sind die dann alle gestartet. Da. Das eine Team hieß Ford, das andere hieß Zaxby, das dritte hieß was weiß ich und Porsche und Securit und Wegler und Weiland. Jedenfalls hat der Mike Kranefuß gedacht, er müsse dem Erich Zarkowski jetzt irgendwie, weil der Atembeschwerden hatte nach dem Sturz, helfen, dass er das schnell übersteht und hat sich dann auf ihn geworfen und hat ihm bei dieser Wiederbelebung in Anführungszeichen mal eben schnell ein paar Rippen gebrochen. Oh Gott. Dann war er richtig verletzt, nicht? Und ja. Deswegen habe ich das Bild gezeigt, weil wir jetzt hier sehen, leider gibt es nicht den verpflasterten Erich Zarkowski, der übrigens das Schlüsselbein gebrochen hatte bei dieser Aktion. Okay. Aber wir sehen die Tafel, wo nun die besten Zeiten notiert sind der Teams. Ich glaube, es waren Fünferteams oder Viererteams und jeweils der Schlechteste fiel raus und die restlichen Besten wurden gewertet. Und hier haben wir nun das Ergebnis, das ist aus dem Jahr 1978. Das habe ich mir noch ganz schnell vom Porsche Museum besorgt, nicht vom Museum, von dem historischen Bildarchiv bei Porsche, weil ich wusste, dass es das Bild gibt. Und da gibt es einen liebenswürdigen Herrn Turner, der, wenn du ihn anrufst und fragst, und der sofort guckt, dass er was findet und schickt das auch ratzfatz. Punkt. Und das fand ich ganz sozusagen toll. Ein fotografisches Gedächtnis hat. Ja, und deswegen, der Mann ist sensationell. Ja, weiß alles, ja, ich weiß. Jetzt auch erwähnt und sagt dem ganzen Porsche Archiv und dem Herrn Turner speziell danke dafür, denn das ist ja nun mal ein Zeitdokument, das siehst du ja heute gar nicht mehr. Wer da alles mitgefahren ist bei diesem Radrennen, das guck dir bitte an, das musst du genießen, von oben nach unten. Ja, das gibt es ja heute nicht mehr so. Das haben wir aber damals ständig gehabt, irgendwelche Geschichten, Aktionen, Veranstaltungen, wo alle zusammen einfach ihren Spaß hatten, einen Tag lang, abgesehen von denen, die vom Rad gefallen sind. Das sind einige runtergefallen, nicht nur der Erich. Ja, also der Erich ist für das Team Zaxbeat gestartet und das steht hier mit 7:35:40. Das heißt, die sind im Moment so ungefähr auf Platz 7, wenn ich von oben nach unten. Dann haben wir Krämer, Jägermeister, ist vorne, Berralit, Porsche, ARD, Motor Presse, das Automotorensport, Liqui Moly und dann kommt schon Zaxbeat. Dann hat der Rest. Die Fachtagespresse, da war Rally Racing dabei, da war die Autozeitung dabei, da war Sportfahrer dabei, was weiß ich. Alle. Guck mal, Fischer-Ski, werden lieber den Berg runtergerodelt. ZDF hatte auch eine eigene Mannschaft, das musst du dir heute mal reinziehen. ZDF beim Porsche-Radrennen. Ja. Das geht ja nur gar nicht mehr heute, gell? Max Moritz, Wegler haben wir da unten, Favoritenkiller. Ich weiß nicht, wer das war, aber es war sehr lustig, kann ich mich erinnern. Wir haben nur gelacht. Die DSV-Damen waren da, Steyer-Puch und Fischer-Ski. Also auch der Wintersport war gut.
Genau, und Jürgen Barth an der Zeitentafel. Und der Jürgen Barth hier im Hintergrund, ne? Ja. Der beaufsichtigt das Ganze. Und das ist eine Dame aus der Porsche Presseabteilung, aus der Abteilung Sportpresse. Die gehört noch zum Büro von Klaus Reicher. Ja, okay. So, dessen Sohn übrigens bei RTL mit der rauen Stimme. Viele Fans von vielen Rennen, jetzt bei Nitro, erfreut früher mit seinen tollen Stücken, auch bei der Formel 1 bei RTL. Ja. Ja, so, hier ist nochmal ein Bild, Start einer Gruppe oder mehrerer Gruppen zusammen. Ich weiß gar nicht, wer da ist. Ich erkenne die jetzt alle gar nicht, aber also das ist die Stimmung Radrennen gewesen und Erich hat da, wie gesagt, auch teilgenommen, ist runtergefallen, Schlüsselbeinbruch, von Mike Ranefuß wiederbelebt, in Anführungszeichen. Was noch mehr ins Jenseits gepumpt worden. Ich habe das 5 oder 3 Jahre oder 4 Jahre lang kommentiert. Ich habe da viel Spaß gehabt damit. Ja. Kann mir vorstellen, ja. Ja. So, nächster Fall. Zurück zur Rennstrecke. Es ist jetzt soweit. Der Escort ist ausrangiert. Ja. Und im Laufe des Jahres 77 bereits und 78 hat man begonnen umzudenken und die Turbo-Ära auch bei Ford einzuleiten und bei Zaxby. Es entstand in den Hallen von Niederzissen die Rennmaschine, der Übertourenwagen Ford Capri Turbo. Das war ein Auto, oder? So, das ist hier das erste Modell mit Mampe-Werbung noch. Hans Heyerl wurde als Fahrer ausgeguckt, Dieter Klemser wieder zurückgekehrt von seinen Renault-Diensten als Berater zu Ford. Der Erich steht da, der Mike Ranefuß steht da und inzwischen auch wieder genesen, wahrscheinlich von seinem Sturz. Und der junge Mann, der da steht, das ist Sohnemann Peter Zakowski, ja, der später dann auch den Laden übernommen hat und versucht hat, ihn weiter gut zu führen. Und nun ja, es ist nicht immer gelungen, aber er hat sich bemüht. Mit dem habe ich mal telefoniert und ihn gefragt, ob ich nicht mit seinem Vater ein Interview führen könnte. Aber der hat es abgelehnt. Hat gesagt, dem geht es nicht so gut. Das ist aber schon 3 oder 4 Jahre her. Ja, kann ich aber verstehen. Kann ich durchaus nachvollziehen. Es waren in den letzten Jahren nicht immer gute Zeiten für den Erich. Und ja, ich hätte auch in einigen Fällen, wenn ich die Verantwortung dafür getragen hätte, gesagt, würde ich jetzt nicht machen. Ja. Man muss nicht unbedingt dann einen gerade mal wirklich durch Krankheit gezeichneten Menschen dann zum Interview prügeln. Da muss man ihm einfach die Zeit geben, will er das nicht. Und wenn der Sohn erkennt, ist besser im Moment nicht. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß, wie schlecht es dem Erich zwischendurch gegangen ist. Ich bin der Letzte, der Leute zu Interviews prügelt. Aber ich habe ihn danach tatsächlich noch das ein oder andere Mal am Nürburgring beim oben, wie heißt das, Restaurant zur Burg, beim Meti, habe ich ihn stehen sehen. Ja. Und da habe ich immer gedacht, gehst noch mal hin. Aber irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Jetzt bereue ich es natürlich, ne? Ja, es ging beim Erich wirklich auf und ab in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal. Er hatte ja sein Winterquartier auf den Kanaren, eine schöne Wohnung dort und es gab noch ein Quartier im Allgäu und natürlich dann seine eigentliche Heimat Balkhausen gegenüber vom Nürburgring, diese kleine Ansiedlung. Ja. Da hatte er seine eigentliche Heimat, die Eifelheimat. Mhm. Dazu gibt es nachher noch was zu erzählen. Da gibt es auch sehr nette Geschichte. Dem möchte ich natürlich den Zuschauern hier nicht vorenthalten. Also das, wie gesagt, um jetzt hier zum Brumbrum zurückzukommen, ist die neue Ära bei Ford Turbo. Der Capri ist entstanden und hier beraten sich die Herrschaften. Der Kleine guckt den großen Mike Ranefuß an. Schau dir mal diesen Blick an. Ja. Als ob der Weihnachtsmann gerade da steht. Ne? Ja, das stimmt. Der Nikolaus. Viel Ehrfurcht, viel Respekt. Ja, das war dann beim Eifelrennen 1979. Der Capri hatte übrigens Premiere 78. Beim Großen Preis von Deutschland im Rahmenprogramm gab es ein Rennen zur Rennsportmeisterschaft, DRM. Mhm. Hans Heyer hat das Vergnügen gehabt und die Ehre, den Capri das erste Mal offiziell auszuführen. Ja. Hat bei diesem Rennen auch rundenlang geführt. Dann gab es fast wie erwartet irgendeinen technischen Defekt, wie bei so einer Neukonstruktion natürlich durchaus zu erwarten und auch zu entschuldigen. Und er ist dann ausgefallen, es hat jemand anders gewonnen, frage ich nicht mehr. Aber immerhin, die Demo ist gelungen. Das ist ja vor ganz großem Publikum gemacht worden, die Vorstellung.
78, da war der Jackie Stewart da als Ford-Botschafter und da waren die Formel-1-Fahrer alle da, die da mitgefahren sind, sowieso bei ihrem Rennen und die haben sich das alles angeguckt. Eine bessere Bühne hätte man sich nicht aussuchen können zur Premiere. Das stimmt wohl. Ich habe mit Thomas Ammerschlieger auch lange über den Wagen gesprochen in meinem Podcast mit ihm. Der Thomas ist auch einer der Beteiligten an diesem Auto, genauso wie an dem Super Capri, kommen wir später noch dazu. Ja. Hat übrigens in diesen Tagen Geburtstag und wird 86. Das nur nebenbei, soweit ich das im Kopf habe. Hier habe ich ein Interview mit Erich zu seinem neuen Capri. Das ist am Nürburgring. Da ist das Auto dann im Herbst angetreten. Und da haben wir abends eine Pressekonferenz gehabt am Nürburgring. Und ich habe ihn dann anschließend noch ein bisschen befragt für das anwesende Publikum. Sehr lockere Atmosphäre, wie das hier aussieht, ne? Da war keine Spannung drin, sondern alles ganz locker, fröhlich. Und Erich hat geplaudert, was es zu erzählen gab. Und ich habe gefragt, was ich wissen wollte. Und was die Leute vor allem wissen wollten. Ja, richtig. Das ist das Wunderwerk, der Turbomotor des Capri 2 Liter. Da haben wir ihn. Und das Ganze hat die Basis von 1,4 Liter und wird dann auf 2 Liter erhöht über den Turbofaktor. Mal, was weiß ich, 1, weiß nicht mehr genau. Und dann startete der in der Klasse bis 2 Liter. Dann gab es ja noch den Super Capri, den Über Capri, der dann ja später kam, da kommen wir gleich dazu. Der hat dann noch mehr Power gehabt und hat sogar die Porsche 935 geschlagen. Das war dann also wirklich das Nonplusultra überhaupt. Wow. Das Ding hatte schon 500 PS grundsätzlich mal und wie Hans Heyer ja immer so gern erzählt hat, du brauchtest bloß am Handrad ein bisschen drehen, wenn du was gebraucht hast. Hast du mal schnell 50 oder 100 PS zugelegt. Das ging ganz rucki zucki und da hast du den Burschen überholt, da war es gut und hast wieder zurückgedreht. Und ich meine, auch gesehen zu haben aus der Sprecherkabine, wenn du da in die Autos geguckt hast, dass der Hans immer die rechte Hand am Armaturenbrett immer am das Handrad saß. Ne? Der hat immer hin und her gedreht. Ja, hier haben wir nochmal das Bild von 79. Das ist, um es nochmal klarzustellen, Capri-Premiere, großer Preis von Deutschland 78, erstes volles Rennjahr 79. Okay. Und was wir hier gesehen haben, der Flammenwerfer mit Mampe, das war schon 79. 79, genau, ja. Denn 79 gab es noch gar keinen zweiten Sachs-Capri mit Harald Ertel. 78 gab es noch keinen zweiten, den gab es erst 79 und deswegen ist das alles 79. Jetzt aber haben wir hier den normalen Capri, den 2 Liter, das ist der Nürburgring, ein Lauf zur Rennsportmeisterschaft 1979, der Jan Lammers kommt da mal auch gucken und schaut sich das Ganze an, der fährt wohl für, was ist ja ein Opel-Zeichen da drauf? Ja, Opel, also Opel steht unten, ja. Ja, auf jeden Fall steht der Hans Heyer auf Pole Position und der Erich dabei, stolz. Und die drei haben sich da mal fotografieren lassen. Und der Hans Heyer und Erich Zarkowski, das ist ja ohnehin eine Freundschaft, die ein Leben lang gedauert hat, bis wirklich zum Tod. Ja. Der Hans war auch der Rennfahrer, der den Erich bis zuletzt, wirklich bis zuletzt permanent und ständig besucht hat und sich erkundigt hat, wie es ihm geht. Und sich auch telefonisch ständig mit ihm auseinandergesetzt hat, was ist, wo fehlt's, was kann ich machen für dich. Das war der treueste Kunde überhaupt beim Erich, nicht nur als Rennfahrer, sondern auch Privatperson. Er hat wirklich bis kurz vor seinem Tod, er hat ihn wohl noch 14 Tage vorher besucht und hat da schon erkannt, dass es leider, leider zu Ende geht. Eine ganz treue Seele, der Hans Heyer, das muss man sagen, bei aller Härte, die er als Rennfahrer an den Tag gelegt hat, hier war er auch mal als Mensch, wie wir ja alle wissen, von seiner weichen Seite zu sehen. Und der Erich hat, glaube ich, das auch sehr, sehr genossen, dass da einer seiner Fahrer sich bis zum Schluss gekümmert hat. Ja, schön, oder? Dass es sowas gibt. So, hier haben wir die großen drei, nämlich die Herren Pinkelhock, Manfred mit Vorname, Ludwig Klaus mit Vorname und Nitzwitz Klaus mit Vorname. Die beiden Ford-Kläuse und der Manfred Winkelhock. Das Ganze ist dann schon im Jahr 1981, als der Klaus Ludwig mit diesem Wirt Capri deutscher Meister geworden ist, also Rennsportmeister. Das ist das 2-Liter-Auto, jetzt in neuer Lackierung, nicht mehr Mampe, sondern Wirt.
Und der Manfred Winkelhock im gleichen Jahr den Super Capri mit Limolli-Lackierung gefahren ist. Das ist eben jener Capri, den Klaus Ludwig im Jahr zuvor, nämlich 1980, in Jürg Kraus Lackierung, schwarz-rot, mit dem breiten Heckflügel gefahren ist, um den es Diskussionen gab. Dieser Heckflügel, der hat am Ende ihn die deutsche Meisterschaft gekostet, also den Titel in der Rennsportmeisterschaft. Es wurden ihm nämlich ein oder zwei Ergebnisse aberkannt. Man hat also gestritten mit Protest, Berufung, Protest gegen Protest und wieder Berufung um die Breite. Der Thomas Ammerschläger kann dir das noch im Der Einzelnen erzählt erklären. das auch im Podcast, ja. Ja, Sieht und das der bis heute nicht Heckflügel so hat richtig letztlich ein. den Titel gekostet, weil er überdimensioniert war, um das jetzt mal salopp zu Ja, sagen. genau, ja. So. Also das hier ist das kleine Turbo-Autochen, der kleine Capri, und das sind die drei Superstars, die diese Turbo-Ära bei Ford begleitet haben. Die Aufnahme ist vom Nürburgring, mal ein Bild, was Zack Speed hat machen lassen mit den Ford-Kreuzen und mit dem Manfred. Das war überhaupt das beste Jahr 81. Besser konnte es nie mehr gehen, besser war es nie vorher, besser war es nie nachher. Das war überhaupt die Übernummer in Sachen Turbo-Capri. Mit beiden Autos. Sechs Siege hat der Manfred Winkelhock erreicht 1981 mit dem Super Capri, alle über Porsche 935, musst dir mal vorstellen. Der Super Capri war ja der Porsche-Jäger. Und hier der Kleine war der BMW-Jäger. Ne? Da ging es nur Turbo Capri oder BMW Turbo. So, hier haben wir den Super Capri zum Beispiel. Und Ah da ja, ist der schon. Da ist er Heckflügel, mit dem um breiten den Heckspoiler, ging's. jawohl. Der sollte angeblich nicht überstehen. Hier sieht man bei dem Kleinen, der steht nicht über. Wenn man aber bei dem Großen guckt, der steht über, und darum ging es wohl, die Naja, Diskussion. genau. Na, der ist befestigt am hinteren Kotflügel. Und der Ah. Kotflügel durfte freigestaltet sein, soweit ich mich erinnere. Und die Seitenelemente sind am Kotflügel befestigt und in der Mitte hängt er irgendwie auf dem Heckdeckel. Und da hätte er nicht überstehen dürfen oder so. Und das ist so Ja. dieser strittige Punkt gewesen. Aber du, das ist, Frag also mich nicht, ich kenne die Einzelheiten nicht ja. mehr. Ich weiß nur, es ging um dieses monströse Heckflügel-Ding, und ja. Das hat den Titel gekostet. Es gab überhaupt, um dieses Auto gab es 1980 nur Zirkus. Das kannst du dir nicht vorstellen, was sich da abgespielt hat, allein zwischen den Sponsoren Würth und Kraus. Das sind die beiden Sponsorenvertreter erschienen mit einem Maßstab in der Hand und haben nachgemessen. Das war so, dass man besprochen hat, ihr habt je eine Hälfte. Dann hat jeder nachgemessen, ob er auch genug Platz hat, ob das mit der Hälfte stimmt und ob die Schriftzüge lang genug platziert sind und ob vorne die Teilung richtig ist am Frontflügel und ob nicht der Kraus mehr hat als der Wirt und umgekehrt. Und dann sind sie ständig zum Kranefuß gerannt und haben sich beschwert. Die haben sogar bei mir zu Hause abends angerufen und haben gesagt, ob ich mich da nicht mal einschalten könnte, dass das hier gerecht verteilt würde, der Platz der Sponsoren. Der Herr Kraus, der hat mich abends angerufen, das werde ich nie vergessen. Da habe ich gesagt, gehen Sie mit Ihren Problemen hin, wo Sie wollen, aber nicht zu mir. Ich habe damit nichts zu tun. Das musst du mal vorstellen. Dabei haben beide fünf Buchstaben, das ist ja schon mal ganz fair verteilt. Der wusste natürlich, dass ich für Ford Pressearbeit gemacht habe, Ja, klar. Sportpressearbeit, und Ja. wusste, dass ich Streckensprecher auch war, und hat gedacht, ich hätte da Einfluss. Ich wollte gar keinen Einfluss haben, selbst wenn ich ihn gehabt hätte. Meinst du, ich hänge mich da rein? Das kann ich mir Aber das war ja vorstellen, hohe Politik, Sportpolitik. ja. Und die haben nur gekeift und gestritten miteinander. Ja, es war herrlich. Gut. Der Klaus hat aber wirklich was Gutes draus gemacht. Er hat ab dem dritten Rennen angefangen schon zu gewinnen gegen die Porsche 935, und das war wirklich sehenswert, Und was wenn gewonnen wird, ist Ruhe, oder? Dann sind die bitte? Sponsoren, wenn gewonnen wird, ist Ruhe, dann sind die Sponsoren doch zufrieden, oder nicht? Ja, die waren nie zufrieden. Ah ja, okay, na Du, gut. die mochten sich auch nicht sonderlich, die beiden. Die beiden Vertreter. Jetzt gucken wir mal weiter. Ah, hier haben wir den Super Capri dann in 81. Das ist die Nigrin Liqui-Moly-Lackierung, die wir schon kurz angesprochen hatten. Und das ist am Nürburgring. Da sitzt der Manfred Winkelhock drin. Ein absolut irres Bild. Da hat er auch einen absoluten Rundenrekord gefahren. Und für Tourenwagen. Das Foto ist übrigens von Ferdi Kräling. Das sage ich jetzt einfach mal dazu, weil es wirklich so schön ist. Ja. Das zeigt auch die ganze Geschwindigkeit und diese Power, die dahinter steckt. Fantastisch. Ich liebe dieses Foto. Ich liebe es. Ja, das war der Manfred, der natürlich mit diesem Auto auch seine Erfüllung gefunden hat, der das geliebt hat, das Auto. Der mit seiner wirklich brutalen Art, ein Auto um die Ecken zu werfen, da seine Erfüllung gefunden hat. Das konnte er mit dem Auto machen, das ging. Aus wie ein Raumschiff, oder?
Ja, das sage ich dir. Das sage ich dir. Mit den Lufteinlässen da durch die Scheinwerferlöcher. Toll. Ja. Und hier haben wir dieses Dream Team nochmal aus dem Jahr 81, der Erich Zarkowski und der Manfred, der sich bei Ford wirklich wohlgefühlt hat und sich auch in diesem Super Capri sau wohlgefühlt hat. Das Auto war ihm fast irgendwie auf den Leib geschneidert. Es hat gepasst einfach und die beiden haben sich auch gut verstanden. Dann besprechen sie gerade wieder was. Erich in seiner typischen nachdenklichen Art, da sagt ihm der Manfred wahrscheinlich, du, wir müssten mal da irgendwie noch was machen. Und dann denkt Erich nach und ja, allerdings, wenn Erich gesagt hat, machen wir nicht, dann wurde es auch nicht gemacht. Ne? Er war auch da wieder sehr dickköpfig. Dann kamen aber die Ingenieure ins Spiel und die haben dann möglicherweise den Erich wieder bekehrt und dann wurde es doch gemacht, aber die letzte Instanz war immer der Erich. Da brauchtest du manchmal schon sehr viel Überzeugungskunst, um das eine oder andere durchzusetzen. Ja. Hier haben wir nochmal ein Bild, auch aus der Zeit des Super Capri und das Turbo Capri, Sieg in Zolder. Der Erich fällt fast über die Brüstung vor lauter Freude. Hinter ihm ist der Goodyear-Repräsentant Karl-Heinz Tibor. Das ist der Mann, der dem Rolf Stommelen diese wunderbaren Regenreifen von Hand geschnitzt hat, mit denen er 77 dann im Handstreich den Bob Wolleck überfallen hat und gewonnen hat und dann auch die Rennsportmeisterschaft nach Köln geholt hat. So, los. Ja, das ist der große Zauberer von Goodyear und der hat auch Zackspeed ausgerüstet um die Zeit. Ganz da hinten sehe ich den langen Hals vom Jochen Nerpasch. Den hätte ich auch noch erkannt, jawohl. Ja, da ist also auch noch ein BMW mit im Spiel irgendwie. So, ja, das ist ein Bild aus Diepholz, 1983. Das dürfte die Ära, also da war die ganze Ära Turbo Capri fast schon im Auslaufen begriffen. Es gab wohl noch 83 Turbo Capris in Privathand, die wurden verkauft. Ich glaube, der Jochen Dauer hatte einen. Irgendwann ist die Lilli Reisenbichler noch mit einem rumgefahren, der Klaus Nitzwitz ab und an. Aber hauptsächlich wurde mit dem Ford C100 gefahren. Dieses in England völlig verkorkste Auto, das dann beim Zarkowski gelandet ist, bei Zackspeed und von den Ingenieuren dort umgebaut wurde und da wurde gerettet, was zu retten ist. Das war ja eine Krücke, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Was die da in England an dem Auto verbrochen haben, das glaubt kein Mensch. Kannst du mal den Ludwig fragen, der erzählt dir dazu was. Ja? Oder der Marc Surer, die wissen alle, was dazu zu erzählen. Die haben alle ihre Erlebnisse mit dem C100. Ja, das stimmt. Der Erich hat dann versucht, wirklich die Betonung liegt auf versucht, aus diesem C100, den man ihm einfach vor die Tür gestellt hat, nach dem Motto, jetzt guck mal und mach mal. Die Kölner haben gesagt, der Lothar Pinske war dann Sportchef inzwischen. Der Mike war dann schon in Amerika. Weltdirektor, der Lothar Pinske hat gesagt, Erich, jetzt müssen wir uns kümmern irgendwie, jetzt müssen wir aus diesem komischen Auto was machen. Was hatte Erich denn der Eberhard Braun, der hat doch auch an dem Auto mitentwickelt, oder? Alle fähigen Köpfe von Erich und aus Köln haben an diesem C100 gebaut, aber irgendwie hieß es dann vom Tenor her, du kannst eigentlich ein dauerhaft krankes Kind nicht dauerhaft heilen. Ja, scheinbar. Das geht nicht, du kannst nur Verbesserungen vornehmen und Erleichterungen. Und so etwa muss man das auch sehen. Der Klaus Nitzwitz hat dann diesen C100 83 komplett durchgefahren und wurde auch Interserie-Sieger, ist aber auch zum Teil in der Rennsportmeisterschaft gestartet und das ist in Diepholz. Und hier befrage ich dann gerade mit meinem tragbaren Gerät, das ist ja Steinzeit, gell? Ja, mit meinem tragbaren Gerät, das übrigens auch elektrische Schläge verteilt hat, wenn ich mich richtig erinnere, befrage ich den Erich und da haben wir auch wieder ein Goldkettchen am Arm. Also nee, das ist furchtbar. Alles so peinlich. Ja. Meiner, das war damals der Style. Aber ich habe das beim letzten Video habe ich es wegmontiert. Hast du es gesehen? Ja, ich habe sehr wohl mit großer Freude gesehen, dass du es hast verschwinden lassen. Vielleicht kannst du es jetzt nochmal machen. Ne? ja, und der Erich berichtet natürlich von den vielen Problemen mit dem Auto. Keiner ist glücklich mit der ganzen Geschichte. Aber es hat immerhin zum dritten Platz gereicht, wenn ich mich richtig erinnere. Klaus guckt auch nicht unbedingt jetzt sehr erhaben und sehr freundlich und sehr glücklich, aber sie haben halt mit diesem Ding gelebt, so gut wie es ging, aber irgendwann hat man ihn eingemottet und hat gesagt, Nobel, geht nicht. Absolute Fehlkonstruktion. Ja. Ja, und dann begann die Ära Zackspeed Formel 1. Da sitzt der Erich in dem ersten Auto. 1985 hat dieses Formel 1 Abenteuer begonnen und es ist, ja, sagen wir mal so,
Es war der Versuch, wirklich in der größten Liga mitzuspielen. Und dieser Versuch ist leider Gottes nur zunächst mäßig und zum Ende hin immer schlechter ausgefallen. Es hat viel, viel Geld gekostet. Es hat den Erich Nerven und Gesundheit gekostet. Die Ingenieure haben sich größte Mühe gegeben. Man ist ja zuerst mal mit einem eigenen Turbomotor gefahren und hat dann zum Schluss diesen unglücklichen Yamaha-Motor auch noch genommen. Und das war ja dann alles noch viel schlimmer. Da gab es kaum noch Qualifikation. Es war eine schwierige Zeit, die letztlich aus gut 50 Grand Prix-Starts gerade mal 2 Punkte erbracht hat. Ich glaube, der Martin Brundle hat diese 2 Punkte geholt. Alles täuscht. Imola, ja, entweder 85 oder 86, ich weiß nicht mehr genau. Aber 2 Punkte aus 5 Jahren Formel 1 ist schon nicht so gut. Und ja, das eher Geld, was, gut, ne? Was da reingesteckt worden ist, er hatte zwar einen Sponsor gefunden mit West, aber die sind dann auch wieder zum Schluss, haben die sich verabschiedet und das ist alles wirklich nicht gut gelaufen. Und ich glaube, dass gerade dieses Formel 1 Engagement bei Erich auch gesundheitlich einige Dauerschäden hinterlassen. Naja, gut, da ist natürlich das ganze Geld flöten gegangen, ähnlich wie bei Walter Brun auch, das Formel 1 Engagement. Es gab dazu auch noch innerbetrieblich mit dem Geschäftsführer Ärger und der Erich fühlte sich belogen und betrogen und hat Gott und die Welt verdammt und hat sich verfolgt gefühlt. Und das war nicht mehr der Erich Zarkowski, den wir kannten mit seiner ganzen Fröhlichkeit und Lockerheit. Ich glaube, die Formel 1 hat ihn irgendwie gebrochen. Es ist leider so, ich muss das so sagen. Ja. Ich muss noch auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, und zwar hast du vorhin gesagt, dass natürlich bei Zarkowski ganz viele Rennfahrer groß geworden sind, aber auch ganz viele Ingenieure, und zwei hatte ich schon zu Gast. Also einmal Peter Kaiser, der jetzt übrigens Geschäftsführer von Kraftwalzen ist, der erzählt auch aus seiner Zarkspiel-Zeit, und auf einen möchte ich ganz besonders hinweisen, Norbert Kreier. Denn der hat natürlich eine Riesenkarriere danach gemacht bei Toyota in der Formel 1. Der ist ja jetzt der Master of Balance of Performance. Und der hat angefangen bei Zarkspeed und hat diesen Motor entwickelt, den ersten Vierzylinder-Turbo. Und da gibt es eine lustige Geschichte, weil der Erich Zarkowski, der hatte die Leistung von BMW im Hinterkopf, was der Vierzylinder-Turbo leistet. Und dann hat er immer Norbert Kreier angetrieben und gesagt, du, die Leistung müssen wir auch hinkriegen. Und der Kreier hat gesagt, das kann gar nicht gehen, rechnerisch nicht und praktisch nicht. Und irgendwann später hat er bei Toyota einen ehemaligen BMW-Ingenieur eingestellt und gesagt, so Freund, jetzt reden wir mal, wie viel Leistung hattet ihr damals? Und da hat er wohl zugegeben, dass das nie die Leistung war, die sie in der Öffentlichkeit proklamiert haben. Also da hat der Kreier hat gesagt, er hat entwickelt und gesagt, das kann gar nicht sein, dass das Ding hält und dass die Leistung da rausholt. Und irgendwann hat wohl ein BMW-Ingenieur das ihm gegenüber zugegeben. Er erzählt das bei mir im Podcast, das ist ganz gut. Ja, und ich kann bei den Ingenieuren noch 2 anfügen, die auch eine entscheidende Rolle gespielt und die Zeit bei Zarkspeed geprägt haben, sowohl im Turbo-Bereich in Tourenwagen, Capri, als auch hier in der Formel 1, nämlich Helmut Barth. Ja. Und Bruno Bunk. Okay. Die dürfen wir nicht vergessen. Also dieses Quartett sozusagen war eigentlich die Basis von Zarkspeed. Äußerst fähige Ingenieure, gute Typen obendrein. Der Erich wusste, was er an denen hatte. Aber die Formel 1 hat irgendwo dann allen ihre Grenzen aufgezeigt. Ja. Gegen McLaren, gegen Ferrari und gegen Lotus und gegen was weiß ich noch. Es war halt verdammt schwierig, als Privatteam da anzutreten. Obwohl im Laufe der Zeit da viele gute Fahrer an Bord waren. So ist das nicht. Ja. Wir sehen hier auf dem Bild zum Beispiel den Hub Rothengatter gemeinsam mit Erich Zarkowski und dem Dr. Jonathan Palmer. Im Übrigen gab es dann noch, neben dem Christian Danner, gab es noch den Martin Brundle, den ich Bernd glaube, Schneider vor allem zum Schluss. Das ist also ein Bild aus der Zeit, wo West Sponsor war und wo man wenigstens noch einigermaßen mitgefahren ist und sich auch qualifiziert hat. Ganz schlimm wurde es ja dann mit diesem wirklich nicht mehr konkurrenzfähigen Yamaha-Motor, auf den sich der Erich eingelassen hat, mit Bernd Schneider und mit Aguru Suzuki oder so. Ja, Suzuki hieß der Suzuki, der dann im letzten Jahr noch 89 gefahren ist. Und da hat man sich ja kaum noch qualifiziert und das war wirklich dann das Ende. Immerhin, der Bernd Schneider hat als zweiter Deutscher eine Chance bekommen.
Der ist die volle Saison 88 gefahren und hat 89 dann die ganze Saison Nicht-Qualifikation mitgemacht. Ja, das Formel-1-Abenteuer für Zach Speed war sicherlich eine wichtige Erfahrung, aber es hat auch Spuren hinterlassen. Vor allem beim Teamchef. Man sieht auch hier, der Erich hat ein bisschen von seiner Fröhlichkeit und Lockerheit verloren. Das ist ein Bild aus seiner Formel-1-Zeit. Er guckt da schon sehr skeptisch und sehr kritisch und auch mit allerlei Gedanken über das Team, über die Konkurrenzfähigkeit. Ist ein interessantes Foto, wie ich finde. Und hier haben wir übrigens den Helmut Barth. Das ist der Mann, den ich als einen der vier Ingenieure gerne genannt habe. Der war auch am längsten bei Zach Speed. Der hat schon den Herrn Thayer betreut im Tourenwagenbereich, im Escort. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar schon den Dieter Glemser. Also das ist ein Urgestein, der bei Zach Speed eigentlich mit dem Erich im Gleichschritt groß geworden ist und alles miterlebt hat, was es da zu erleben gab. Ein ganz lieber Kerl, der auch zum 80. Geburtstag von Hans Heyer da war, mit dem ich ein Gespräch auch hatte am Mikrofon und war eine schöne Erinnerung. Hier sitzt der Bernd Schneider im Auto und das ist praktisch die Teamvorstellung, glaube ich, müsste es gewesen sein, stammt aus 1988, das Bild da. Ist der Bernd als frisch gebackener Formel-3-Meister, deutscher Formel-3-Meister 1987 mit Dallara im Team Schübel, dann mit einer unglaublichen Siegesserie aus dem Jahr 87 rausgekommen mit dem deutschen Meistertitel und hat bei Erich Zarkowski die Chance für die Formel 1 bekommen. Tolle Geschichte, die Presse hat sich damals überschlagen vor Freude. Allerdings, es war ein schwieriges Jahr für den Bernd. Kein WM-Punkt. Aber es hat ihn sicherlich auch geformt und hat ihm einiges an Erfahrung gebracht, was er dann im Tourenwagen später als Rekordsieger und da hat er ja wohl gerade eine Karriere hingelegt. Ja. Mercedes war dann praktisch die Auffangstation, nachdem das Formel-1-Engagement gescheitert war. Ja, haben wir Glück gehabt in Stuttgart, dass sie ihn genommen haben. Ja, und er hat eine irre Tourenwagenkarriere hingelegt, ist Rekordsieger in der DTM. So, hier haben wir nochmal jetzt ein Bild, das ist das letzte Jahr, 89. Da wird dann schon wird mit diesem komischen Yamaha-Motor gefahren und mit Schneider und Ginzani. Erich in der Mitte nochmal und danach endet dann das Kapitel Formel 1. Davor allerdings und auch nicht nur davor, sondern schon parallel hat er wohl geahnt, dass das mit der Formel 1 nicht so läuft, wie er sich das denkt und hat mit BMW einen Vertrag abgeschlossen. Also Erich Zarkowski verabschiedet sich nach Jahrzehnten fast, muss man sagen, von Ford und wird BMW-Partner. Parallel zum Formel 1-Engagement lief das. Das war auch dann die einzige Erfolgsstrecke in dieser Zeit, denn auf Anhieb wurde dann 87 ein Zach Speed BMW DTM-Sieger. Wir haben hier ein Bild aus Diepholz, das ist aus dem Jahr 87. Da führt der Marc Hessel mit der Startnummer 1 vor dem Erik van der Poel mit der Startnummer 2. Das sind die beiden Zach Speed BMW, sieht man oben an der Sonnenblende. Und dahinter der grüne Alpina M3, da sitzt der Fabien Giron drin. Ein sehr wackerer Franzose, der im Übrigen auch das Rennen gewonnen hat, das ich damals noch in Erinnerung habe als Kommentator. Und zwar mit ganz, ganz geringem Vorsprung. Eine Wagenlänge, mehr war es nicht. Vor dem Erik van der Poel, der war Zweiter. Okay. Da kannst du mal sehen, was mir noch so alles einfällt, so nebenbei. Ja, ich staune gerade. Was du einmal kommentiert hast, hast du eigentlich im Kopf. Ja, okay, vielleicht vieles, vieles geht zwar verloren, aber die Basis bleibt bestehen. Ich hoffe noch ziemlich lange. Ja, ich gehe davon aus. Und wenn du die Hälfte vergisst, ist immer noch mehr übrig als bei uns allen. Ja, ich hoffe es. Ja. Und hier steht der gute Erich mit Blumenstrauß und als Teamchef mit Pokal auf dem Podium in Salzburg, wo auch der Champion gekürt worden ist. Und das war in diesem Fall Erik van der Poel aus Belgien. Ja. Das war die Meisterschaftsentscheidung. Ein packendes Finale. Der Kollege Kalli Hufstadt und ich haben das kommentiert und Kalli und ich haben zu Lebzeiten von Kalli noch immer wieder über dieses Rennen geredet, weil das hat uns wirklich aus dem Sitz gehoben, was sich da abgespielt hat in den letzten Runden. Da war jeder mal Meister, gell? Da war mal der Hesselmeister, da war mal der Van der Poel Meister und zuvor war fast der Reuter noch Meister, wenn ihm nicht ein Reifen um die Ohren geflogen wäre. Also da war irgendwas war immer und es ging auf jeden Fall zu wie im Tollhaus. Gell? So.
Und das ist also der Titelentscheid. Und hier wird geehrt Teamchef Erich Zarkowski und Meister Erik van der Poole, das Ganze auf BMW M3. Hier haben wir den Erich dann nochmal, das Eingangsbild war das gleiche, jetzt haben wir es halt nochmal genommen, denn hier ist er dann längst ins Privatleben zurückgegangen, hat sich zurückgezogen, gezeichnet von allerlei großen und kleinen Krankheiten, aber er hat das alles mit sehr, sehr viel Langmut ertragen, mit sehr viel Geduld und hat immer gehofft, dass die Dinge sich noch stabilisieren. Hier gibt es 2010 eine Auszeichnung vom Präsidenten des AVD. Da kriegt er für sein Lebenswerk den AVD-Preis überreicht und die entsprechende Urkunde. Erich natürlich freudig und stolz. Hier habe ich jetzt noch eine ganz nette Geschichte rund um den Erich und den Hoteldirektor des Dorint, Josef Moret. Lebt leider auch nicht mehr. Die beiden, ein Herz und eine Seele. Als der Josef Hoteldirektor wurde im Dorint und der Erich immer öfter in Balkhausen auch sich niedergelassen hat, haben die beiden eigentlich schnell auf einer Welle gelegen. Und der Moret hat ihn dann irgendwann in den letzten Jahren, also so irgendwo zwischen 2010 und 2015, 2020 angeboten, Erich, wenn du in Balkhausen bist und nicht im Allgäu und nicht auf Gran Canaria, dann kommst du hier zu mir ins Hotel zum Frühstück. Ich lade dich ein, du musst nichts zahlen. Wann immer du da bist in Balkhausen, kommst du bei mir frühstücken und wir halten ein Schwätzchen. Aus dem Schwätzchen wurden allerdings dann auch längere Sitzungen, die fast bis in die Mittagszeit gedauert haben. Und so mancher Abend in der Cockpitbar des Hotels haben die beiden dann auch Eifelgeister verdrückt. Eifelgeister sind kleine Gläschen und da ist eine durchsichtige Flüssigkeit drin. Und da haben die beiden wirklich als ein Herz und eine Seele über Gott und die Welt referiert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dieses Bild musst du gesehen haben, wenn Erich Zarkowski und Josef Moret den Eifelgeist in ihren Kopf geschüttet haben und über dieses und jenes philosophiert und geredet haben. Herrlich. Das war eine Freundschaft, das war was ganz Besonderes, glaube ich. Überhaupt dieser Josef Moret, das war ein Hoteldirektor, wie du ihn nie mehr wieder findest. Der hatte so einen guten Draht zu allen Rennfahrern, zum Sport überhaupt. Und der hat dieses Hotel so locker und leichtfüßig geführt. Es ist so schade, dass auch er gestorben ist vor einiger Zeit. Ja. So ist es halt, kannst nichts machen. Ja, und das soll das Schlussbild sein. Ich habe das ganz bewusst als Schlussbild gewählt. Hans Heyer links mit seinem Hut steht an seinem Turbo Capri. Das ist ein Bild aus 79 oder 80. Der Erich neben ihm als Teamchef. Das Bild soll auch stellvertretend dafür stehen, dass sich dieser Rennfahrer wirklich bis zum Schluss intensiv um seinen alten Teamchef gekümmert hat. Das zeichnet eben einen Hans Heyer aus. Der ist so wahnsinnig sozial eingestellt. Der kümmert sich, der fragt an. Weißt du, wie oft er mich übers Jahr anruft und sagt, wie geht's dir und kann ich irgendwas tun? Brauchst du was? Und ich sage, du, ich bräuchte ein bisschen Split für meinen Garten. Und dann schickt er mir einen Fahrer vorbei, der bringt 10 Eimer Split. Ja, du, das hast du noch nicht gesagt, dann ist das Zeug da. Das ist Hans Heyer, den man nicht nur kennen sollte als nervenstarken, harten Rennfahrer, sondern auch als Mensch. Der so viele menschliche Züge hat, das glaubst du gar nicht. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit einfach mal gesagt haben. Und selbst hier auf diesem Bild fällt ihm sogar noch ein Spaß ein. Ich glaube, da nimmt er seinen Sauerstoffschlauch und tut so, als ob das ein Mikrofon wäre. Er ist dem Erich vors Gesicht. Ja, oder sagt, hör mal, was hast du mir denn da wieder für einen Anschluss angedreht? Der passt ja gar nicht. Ne? Alles Mögliche kannst du da interpretieren auf diesem Bild. Erich lacht jedenfalls. Die beiden, das zeichnet eigentlich diese ganze Zaxby-Zeit im Tourenwagensport aus. Heyer, Zarkowski, ein Herz und eine Seele. Genauso wie Zarkowski und Moret, um ehrlich zu sein. Ja, nicht alle Rennfahrer haben sich so gut mit ihm verstanden, das muss man dazu sagen. Der eine oder andere hatte auch seine Probleme mit ihm, mit seiner Dickköpfigkeit, mit seiner Art, das Team zu führen. Man kann es ja eh nicht allen recht machen, aber die beiden, das hat funktioniert. Ja. Das war's. Dass der Hans dann trotzdem von Zackspeed weggegangen ist, 1980, hat einen ganz besonderen Grund. Da gab es ja dann den Super Capri und den hat der Klaus Ludwig zugesprochen bekommen. Genau, ja. Da hat natürlich Ford die Hände im Spiel gehabt in Köln. Ja.
Und der Zack hat natürlich als Befehlsempfänger das so gemacht, wie Ford das entschieden hat. Der Klaus kam von Krämer Porsche nach einer Rekordsaison zurück, nach Le Mans Sieg und Rennsportmeisterschaft, wieder zurück zu Ford, hat den Super Capri bekommen und der Hans Heyer, der die ganze Turboentwicklung begleitet und gemacht hat, der war natürlich stocksauer und hat gesagt, nicht mit mir, und ist zu Lancia gegangen. Und hat den Ergebnis, gezeigt, wie es geht. Ja. Ergebnis 1980, Heyer und Lancia Rennsportmeister, ja. Und Klaus Ludwig in der breite Heckflügel leider nicht. Tja, so kann es gehen. Das sind natürlich Geschichten, die unser Rennsport geschrieben hat und die man gerne erzählt, wenn man sie erlebt hat und weiß die Zusammenhänge auch intern. Und naja. Ja, und trotzdem sind sie Freunde geblieben, bis zum Schluss, obwohl er weggegangen ist, obwohl er stocksauer war. Ja, sie sind Freunde geblieben bis zum Schluss und bis zur Ehrlichkeit. Ja, und jetzt liegt er in Nürburg auf dem Friedhof dort begraben, wo viele andere Eifelaner, berühmte Eifelaner auch liegen. Und ja, wer Lust hat, kann sein Grab besuchen und sich erinnern an das, was der Erich Zarkowski dem deutschen Rennsport gegeben hat. An Erfolgen. Ja. Wenn ich das nur allein auf den Tourenwagensport reduziere, mal die Formel 1 ganz weglasse und alles mögliche andere auch, dann komme ich auf 5 Rennsportmeisterschaftstitel. Ich komme auf eine Europameisterschaft, auf einen DTM-Titel. Ich komme auf rund 2000 Führungsrunden etwa und ich komme auf über 10.000 Führungskilometer. Musst du dir mal vorstellen, oder? Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da muss ich sagen, tiefe Verbeugung, lieber Erich, du hast uns da schon was Großes hinterlassen. Ja, und jetzt möge er seine Ruhe finden und wir denken gerne an ihn zurück. Das soll es gewesen sein. Das war die Erinnerung an Erich Zarkowski, die Verbeugung. Und man wird noch lange drüber reden. Davon ich bin gehe nicht ich der auch. Letzte, der da was zu erzählen hat. Der Name ist wirklich groß, strahlt auch immer wieder in meinen ganzen Interviews, wer da alles draus entstanden ist, wer da früher gearbeitet hat. Wir haben ein paar Namen fallen lassen. Die Autos, die da gefahren sind, die Meisterschaften, die Kämpfe. Also, und der Name Zackspeed natürlich, der auch so prägnant ist. Es ist einfach ein irres Zusammenspiel und eine tolle Zeit. Toll, dass du das so genau erlebt hast. Das geht mir natürlich ab. Aber schade, dass er die Formel 1 Zeit mitgemacht hat. Ne? Das hätte er lassen sollen. Ich glaube, dann Dann wäre vieles noch anders gelaufen, aber hinterher bist du immer schlauer. Ja. Ich wollte dir noch sagen, dass jetzt gibt es noch was zu lachen zum Schluss. Guck mal an das Handgelenk vom Erich. Der hat diese potthässliche Ford-Uhr an, die 1000 Mark gekostet hat damals und die entweder der Willi Knupp oder der Thorn Heselmanns für 1000 Eier erstanden haben. Ach, das ist die Uhr. Das war damals die Sensation. Und da ist entweder der Willi Knupp oder der Thorn Heselmanns zum Mike Ranefuß gekommen und hat gesagt, oh Mike, tolle Uhr, was du da hast, was kostet die? Da hat der Mike Ranefuß gesagt, 1000 Eier. Und einer von den beiden, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ist mit 1000 Eiern erschienen und hat sich die Uhr geben lassen. Also richtige Eier. Ja, ist mir schon klar, ja. So, das war der Lachschlager der damaligen Zeit. Ja. Und diese Uhr war so hässlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und schwer und groß und furchtbar. Die ging ja über drei Etagen so ungefähr. Ja, drei Etagen, ja, genau. Du hast hier was gesehen, du hast hier was gesehen und du hast hier was gesehen. Eine Heuer-Uhr. Heuer Ford Split Lab Unit 77 heißt sie ganz genau. Jawohl, die ist 77 auf den Markt gekommen. Eine geile Uhr. Gut, mein lieber Carsten. Wir verabschieden uns vom Erich und was machen wir eigentlich dieses Jahr noch? Rainer, wir machen noch was live, da ist kann aber keiner dazukommen. Können wir jetzt nicht sagen, wo, sonst kommen die Leute alle angelaufen. Kommen sie doch noch alle angelaufen, nein, das können wir nicht sagen. Aber du, ja, was machen wir noch? Ich weiß nicht, hast du noch was in petto? Wir wollten noch einen DTM-Rückblick machen. Ne? Wir wollten noch mal über die DTM reden, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte noch mal aus der Sicht des Fernsehzuschauers das eine oder andere sagen, wie ich das so empfunden habe, dieses erste Jahr der DTM ADAC. Na du, da wäre ich gespannt drauf. Ja, ich kann aber nur vom Trend her jetzt schon sagen, also das ist recht positiv alles, was ich da gesehen habe. Das ist doch gut. Ist doch schön, oder? Also muss ja nicht immer alles negativ sein. Nee, also ich muss sagen, die haben sich richtig Mühe gegeben und das ist weitaus besser gegangen als gedacht. Es war ja ein Neustart, das darfst du ja nicht vergessen, mit einem völlig neuen Ausrichter. Ja, genau. Gucken wir uns mal näher an und das werden wir so irgendwann im Dezember mal machen und mal dann noch so kurz vor Weihnachten. Ne? Sehr gerne. Rainer, toll, ja, freue ich mich drauf. Ich glaube, die Fans freuen sich auch drauf. Und dann können wir ja das Jahr in Ruhe abschließen.
Ja. Wir sehen uns noch einmal persönlich, da freue ich mich auch drauf. Ich auch. Und wir denken uns noch ein paar positive Geschichten fürs nächste Jahr aus. Jo, also, Also, tschüss, mein mach's gut. Lieber. Bis dann, ne? Ciao. Danke. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.